Jagadu, das Musikmagazin, heute natürlich wieder aus dem Artstalker in Berlin-Charlottenburg und neben mir steht Daniel Hilpert. Schönen guten Tag, wie ist es dir? Bist du ein bisschen aufgeregt heute vor der Show hier im Artstalker? Ich bin ja zum Glück immer aufgeregt, also vor jedem Auftritt, egal wo ich spiele. Woher kommt's? Weil du machst doch eigentlich schon seit Jahren Musik. Woher kommt dann die Nervosität? Keine Ahnung. Also ich bin ja ganz froh drüber, dass das noch so ist, irgendwie, dass ich noch so Lampenfieber habe. Ich glaube, seit 20 Jahren mache ich jetzt Musik mittlerweile. Man sieht es mir nicht an, aber... Was? Du hast ja mit 3 angefangen. Na, fast 13. Ja, mit 13 ungefähr. Und dann war aber immer, es gibt natürlich Konzerte, wo man ein bisschen weniger aufgeregt ist, aber gerade so, wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, dann kommt so die Nervosität. Ich weiß ja mal selber nicht, wie gut ich heute drauf bin und so. Ach, das wird schon. Und bist so in klassischer Weise Singer-Songwriter? Wobei, das war ja früher mal anders. Ne? Da hattest du eine Band, mit der du schon quasi erste Erfolge gefeiert hast. So chartmäßig und so. Und das war dann doch nicht so doll. Erzähl mal ein bisschen. Na, du sprichst wahrscheinlich auf die Band Inblush an. Ich weiß nicht, ob wir uns da sogar schon mal begegnet sind. Wuhlheide oder sowas. Ja. Das war 2007. Da hatten wir über so ein Radio-Casting, ich sag mal jetzt nicht, wie der Radiosender heißt, einen Plattenvertrag gewonnen plötzlich. Und wir dachten dann, na okay, jetzt geht es so weiter bis zur Rente, jetzt sind wir reich und jetzt sind wir berühmt und jetzt können wir uns erstmal hinsetzen und dann haben wir uns hingesetzt und dann kam nichts. Ja. Ach, das ist aber schade. Jetzt hätte ich natürlich zu gerne gewusst, aber ist egal, welcher Radiosender das war. Macht ja nichts. Aber du hattest gerade schon gesagt, mit 13 hast du angefangen, Musik zu machen. Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus oder wie waren die Anfänge bei dir? Eigentlich weiß ich nicht so genau, woher das kam. Das ist irgendwie so eine... So, eigentlich sage ich immer, ich bin nicht zur Musik gekommen, sondern die Musik ist zu mir gekommen. Da gab es halt so Bands wie Prinzen, die mich sehr inspiriert haben als Neunjähriger, die ich dann immer so nachgesungen habe. Und dann hatten wir auch eine Mini-Playback-Show in der Schule und dann wollte ich als Sebastian Krumbiegel da mit einer roten Perücke auftreten. Kam super an und ich glaube, das war so der Startschuss, so okay, wenn man auf der Bühne steht, dann wird man applaudiert und dann hat das Spaß gemacht einfach. So, ansonsten, mein Vater hat eine Weile als CD-Verkäufer gearbeitet und dadurch bin ich immer auch schon irgendwie mit Musik in Berührung gekommen. Aber das jetzt direkt irgendwie so, spielt glaube ich kein anderes Instrument aus meiner Familie. Krass. Ja. Und dann quasi alles Learning by Doing selbst beigebracht oder hast du hin und wieder irgendwie ein Coaching mitgemacht? Na, nicht direkt. Also wir hatten ja in der Schule so Wahlpflichtfächer nannte sich das und da durfte ich als Zusatzfach Musik auswählen und das war dann nochmal aufgesplittet in Gitarren- und Keyboardkurs und da ich zu Hause immer schon auf dem Keyboard rumgenüdelt habe von meiner Schwester da irgendwie und dachte ich, naja, machst du jetzt mal Gitarre und da durfte ich dann aber nicht mit rein, weil das schon voll war. Und dann habe ich meine Lehrerin, war ich dann ein bisschen stinkig mit der und habe dann meiner Mama gesagt, die soll mir eine Gitarre zu Weihnachten schenken. Hat mir dann aber nicht meine Mama geschenkt, sondern der Weihnachtsmann. Dann habe ich 2 Wochen geübt und bin dann nach den Schulferien dann zu meiner Musiklehrerin, hat ihr dann Let It Be vorgespielt, schön mit Barré-Griff. Und dann sagt sie, da bist du jetzt schon weiter als die anderen bei mir. Und dann durfte ich bei ihr auch mitmachen. Die ganze Zeit auf Deutsch gesungen oder hattest du auch mal eine englische Phase? Na, grundsätzlich auf Deutsch. Ich glaube, es gab mal so eine Phase, wo ich so mit meinem 7-Klasse-Englisch irgendwie so ein paar Vokabeln aneinander, ich glaube, das war grammatisch, war das unterirdisch. Aber ich glaube, da gab es mal so ein Lied, wo ich auch Englisch, aber generell ist alles in der Muttersprache. Ja. Und dann hast du jetzt dein neuestes Werk mitgebracht, Studio Live Session. Kann ich mal in diese Kamera halten. Ganz frisch hast du gesagt. Ganz frisch, 2 Wochen ist die jetzt alt, die Platte. Und es sagt eigentlich, der Titel sagt eigentlich schon genau, was das ist. Das ist jetzt kein besonders kreativer Titel, weil das kein Album in dem Sinne ist. Das ist ein Live-Mitschnitt und zum Teil sind auch 2, 3 Studio-Live-Sessions dabei, ohne Publikum. Die ersten 7 Songs sind dann direkt vor Publikum aufgezeichnet worden, Anfang des Jahres. Das waren nur 7 Leute da, aber es hat sich angefühlt wie 5000. Und das war, dachte ich, naja, wenn wir das schon aufgenommen haben, machst du das gleich mal auf eine CD. Aber wer ist denn der Mensch da vorne drauf? Das siehst du dir ja gar nicht ähnlich, wenn du das sein sollst. Da ist mein Grafikdesigner dran schuld. Der hat gesagt, so mit diesen Augenrändern, da siehst du aus wie 35. Und ich dachte, ich wollte lieber wie 33 aussehen. Und dann hat er die Augenränder weggemacht. Aber die Gitarre, die ist meine. Also die sieht so aus. Was magst du denn über die Songs sagen? Weil ich habe es leider jetzt gerade erst in die Hand bekommen, konnte ihn noch nicht reinhören. Alles Eigenprodukte. Das sind alles Eigenprodukte, ja, da wird nichts gecovert. Was für Geschichten erzählst du denn? Beispielsweise Frau Nobel. Ja, sehr interessant. Ist eigentlich eine sehr fiktive Geschichte, die ist entstanden, als ich im Jugendclub gearbeitet habe.
Da habe ich ein Tonstudio betreut und dort hatte ich so ein paar Kids, mit denen ich da Musik gemacht habe. Und da ist die Grundidee für Frau Nobel entstanden, in Zusammenarbeit mit einem Hip-Hopper. Und der hat ein bisschen Text geschrieben, ich habe ein bisschen Text geschrieben. Und er war dann aber am Ende nicht so zufrieden mit dem Song. Und ich dachte, naja, schade, dann schreibst du den Text jetzt noch ein bisschen weiter. Und habe so seine Stellen alle rausgestrichen, habe den Text ein bisschen weiter anders ausgebaut, so wie das mir passen würde. Und habe dann einen eigenen Song daraus gemacht. Also Geschichten, die das Leben schrieb, kann man so sagen. Oder auch altes Holz, alte Planken. Das hört sich ja an, als wenn du aus Hamburg kommen würdest und ja, ein altes Schiff beschreibst. Überhaupt gar nicht. Eigentlich ist die Grundmetapher eine Zugfahrt. Und diese Metapher ist eigentlich nur... Entschuldigung, lass mich raten. Zugfahrt, da kommt mir sofort Thomas Krüger in den Sinn. Dein Piano-Man. Ja. Hat der damit was zu tun? Der war an dem Song nicht beteiligt, der wusste davon auch nicht, dass ich da so Pläne habe. Aber ich habe ihm das neulich vorgespielt, habe gesagt, das ist ein Lied, das könnte dir gefallen. Inhaltlich geht es eigentlich darum, um diese brisante Situation gerade, die wir in Deutschland haben, dass sich das so ein bisschen aufspaltet und wir irgendwie eine neue Rechtsbewegung haben. Und das prangere ich an. Sehr gut, das muss man auch tun, weil Braun brauchen wir nicht in diesem Lande. Auch Österreich gerade wieder diese Wahl da, das ist ganz schrecklich. Ja, was steht denn sonst in diesem Jahr noch so an bei dir? Bist du die ganze Zeit irgendwie am Rumtouren? Naja, das geht jetzt. Ich habe ja noch eine andere Band mit der Jessie. Vielleicht kennst du die auch noch. Jessie Good? Genau, mit der. Da haben wir eine klassische Coverband. Also das geht so Richtung Rihanna, Bruno Mars. Da sind wir beide die Frontleute. Und da sind wir jetzt im Sommer auf Tour und geben, ich glaube, so 18 Konzerte oder so auf diversen Stadtfesten. An der Ostsee touren wir. Ja, ansonsten gebe ich ein paar Solo-Konzerte jetzt. In dieser Woche sogar noch zwei. Und ja, die Planung geht jetzt bis September, glaube ich. Und dann ab Oktober muss ich dann neu planen. Ja, und nebenbei mache ich ja noch ein Tonstudio und produziere auch andere Bands und Jingles für Werbung. Und derzeit auch eine Fernsehsendung, sagt man, ne? Ist aber für YouTube, also nicht fürs Fernsehen. Dann ist es eine YouTube-Sendung, wenn es keine Fernsehsendung ist. Aber so verdienst du im Prinzip dann deine Brötchen. Nö, man verdient ja kein Geld mit der Musik. Ich muss dir das immer borgen. Und, Nee, aber wenn du für so ein Fernseh-YouTube-Produktion was produzierst, dann ist es doch bestimmt nicht für lau, oder doch? Na, das machen wir ja, weil wir da Bock drauf haben. Und wenn es dann dafür irgendwann mal Geld gibt, dann nehmen wir das auch. Ja, aber ansonsten ein bisschen Geld verdient man natürlich mit Auftragsproduktionen. Ich habe dann im Mediastudio Berlin noch einen Kompagnon, der viel mit Filmschnitt zu tun hat. Und der übergibt mir dann immer die ganzen Tonschnitte und er macht dann das grafische, bildliche dazu. Ja. Und das heißt, wenn jetzt eine Band ankommt und die das jetzt hört, irgendwie Aufnahmen braucht, dann kann sie sich an euch wenden. Auf jeden Fall. Wir haben ein schönes Studio im Axel Springer Kiez, auch wenn das jetzt wegen Axel Springer ist nicht so geil, aber wir haben ein schönes Studio in der 9. Etage mit Blick über die ganze Stadt. Also man kann auch mal zum Kaffee trinken vorbeikommen oder zum Jam. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal die ersten Informationen unter die Menschheit gebracht. Ich sage lieben Dank und ich hoffe, du machst jetzt noch ein kleines A bis Z, aber das seht ihr dann natürlich wie immer bei uns online unter www.jagaloo.com. Daniel Hilpert hier im Artstalker.